Hallo und herzlich willkommen bei der Horn Circle Private Chat. Ich habe mir das Thema Lufthansa und Tasting Heimat nochmal vorgenommen und muss sagen, es hat sich was getan. Der Horn hat dementsprechend nicht nur Klartexte gemacht, sondern er hat sich darum gekümmert, dass sich da was verbessert. Denn wir Kunden, wir sind es wert. Wir sind es wert, einen guten, exzellenten Service zu bekommen. Denn wir sind Business-Class-Gäste, wir sind First-Class-Gäste. Und wenn wir bei der Lufthansa fliegen und man uns Folgendes verspricht: Highlights der deutschen Küche, verfeinert mit kulinarischen Einflüssen aus aller Welt, regional frisch und mit viel Liebe zubereitet. So schmeckt Heimat in Deutschland. Entdecken Sie jede Woche eine von 6 regionalen Küchen auf Ihrem Weg in die Welt. Komma. Wenn ich das als ein Highlight verkauft bekomme, dann erwarte ich natürlich, weil die Erwartung auch geschürt wird, ich kriege das von Lufthansa regelrecht, den Mund wässrig gemacht. Also habe ich gedacht, okay, dann sollte Lufthansa auch bereit sein, mir ein schönes Menü anzubieten. Und das war, was wir da hatten in der letzten Zeit. Ich meine, aus Hamburg eine Butterbrotstulle. Also da würde ich sagen, das war wirklich No-Go, das war Klartext-like. Deswegen ist es heute kein Klartext, denn ich habe eine frohe Botschaft. Es ist ein Video, wo ich mich freue, darüber etwas positiv sagen zu können, denn ich habe folgende beiden Tasting Heimat getestet. Ich habe einmal dabei gehabt, nämlich das Tasting Heimat Hamburg. Und das war ein Rote-Bete-Kartoffelterrine mit Räucherlachsforelle, Gurke, ein Vollkorn-Dinkelgrießmus mit Holunderblütengel, Cassisnocke und Joghurtsponge. Naja, so ein SpongeBob ist das, ja. Also das ist ja wie so ein Schwamm, ne? Und der liegt dann damit drauf. Aber das hat mir gut geschmeckt und es war wirklich frisch und lecker und interessant zubereitet. Wenn man da jetzt, ich sag mal, diese Kartoffel, wie haben sie es genannt? Das war Kartoffelterrine. Ich hätte fast gedacht, das war so ein Rindfleischterrine, weil es wirklich danach schmeckte. Also die haben da schon was hingekriegt, die haben da schon was drin. Auch da fehlt mir natürlich ein bisschen mehr noch Transparenz. Heißt also, da werde ich weiterhin noch ein bisschen bohren und werde Lufthansa darum bitten, auch noch reinzuschreiben, wo kommen die Kartoffeln her, was sind das für Produkte, ist das international gekauft oder sind die Produkte hier bei uns in Deutschland gekauft? Denn Tasting Heimat wäre ja schön, es wäre was Regionales. So wie das die Austrian macht, ja, mit der Don Group. Da haben die ja auch diese regionalen Produkte. Also, es fehlt mir noch bei aller Information eben noch ein paar Informationen mehr zu dem ganzen Bereich, wo kommt das alles her? Wie der Apfel, ja, wo kommt der Apfel her? Ist der aus dem alten Land oder kommt der aus Altchina, ja? Ich habe noch was Zweites probiert. Das war das Tasting Leipzig. Und das Thema Tasting Heimat hat sich wirklich verbessert. Salat vom Babygemüse. Couscous und Limettencreme mit geräucherter Lachstranche. Leipziger Kaffeehauskultur, bayerische Creme mit Schokoladen-Kaffee-Canaché, Mousse, Mascarpone-Creme und Schokoladen-Kaffee-Brownie. Also das war, muss ich sagen, völlig genießbar. Und diese Idee mit diesem, naja, ich sage, das ist natürlich relativ, ja, dieses Couscous. Viele mögen das. Ich mag es jetzt nicht, deswegen musste ich aber trotzdem so ein Zwischending finden und habe gedacht, okay, weil das viele mögen, ich habe es probiert mit dem Lachs, man kann das essen. Das ist eine nette Idee, aber auch hier fehlt mir in diesem, wie ich sage, endlich. Und jetzt kommen wir zu den ganz klaren Fakten. Ich habe mich wirklich beschwert darüber und ja natürlich auch in den Klartexten, dass ich gesagt habe, es braucht mehr Informationen. So Lufthansa, ihr habt jetzt mir schon mal die Information erfüllt, den Wunsch, den ich hatte, den viele Gäste hatten. Und diese Information liegt jetzt dabei. Das heißt, unter der Serviette könnt ihr also immer zu jedem Tasting Heimat jetzt eine Information finden. Jetzt fehlt mir nur noch weniger Werbesprüche. Ich hätte jetzt ganz gerne hier drin noch ein bisschen Informationen, nämlich hier, wo was frei ist. Die Kartoffel kommt von Bauer so und so und das Ding kommt von dem und dem und das kommt von dem und dem. Damit wir wissen, es ist nicht reines Discounterfutter, sondern es ist eben eine gute Qualität. Wenn es das ist, dann macht es doch. Es lohnt sich doch, uns zu informieren, wenn ihr gute Produkte benutzt. Es sei denn, ihr habt eben keine guten Produkte benutzt. Dann ist es natürlich dramatisch. Ich gebe euch jetzt mal die Chance, noch in den nächsten 2-3 Monaten hier ein paar Informationen mehr reinzuschreiben. Denn so viele Dinge habt ihr sicherlich nicht gedruckt, weil ihr ja vielleicht auch gar nicht wisst, ob das noch weitergeht. Denn ich meine, wir wissen ja, alles wird umgestellt. In der Zukunft auch schon mal so eine kleine Vorabinformation, was das Economy-Reisen in internationalen Bereichen ist. Lufthansa hatte ja gerade aktuell informiert.
Also das Reisen in der Economy heißt komplett auch international, es gibt nur noch Kaufprodukte. Das ist eben Billigreisen. Wer Lufthansa Economy bucht, Economy Light oder wie auch immer, also nicht die Premium Economy, sondern wer Economy bucht, der fliegt und muss wissen, das ist bei Lufthansa, steckt da Ryanair. Ja, das ist logisch. Also heißt, buche ich Lufthansa Economy, darf ich nur Ryanair erwarten. Wovon muss man wissen? Und ab sofort, das heißt, also jetzt geht ja immer los und dann werdet ihr das feststellen, da gibt es eben, es kostet eben alles Geld. Müsst ihr bezahlen. So wie bei der Ryanair auch, ne? Logisch. Aber dafür habt ihr auch wenig bezahlt. Wenn er hinten hockt für 150 Euro, der kann sich nicht wundern, wenn er nichts mehr kriegt. Ist doch logisch, das ist, muss doch alles bezahlt werden. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde es teilweise auch gerechtfertigt. Weil, wenn ein Ticketpreis 150 kostet nach USA, da muss ich sagen, da musst du das Essen selbst bezahlen. Und ich finde auch den Toilettengang bezahlen. Und wenn du dann noch ein Kissen willst, musst du es auch extra bezahlen. Also, wer nichts bezahlen will, der darf auch nicht fliegen. Also, so ist ja meine Devise. Wir gehen in eine andere Zeit, wir müssen uns verändern. Also, Tasting Heimat wird es also dort dann weiterhin in der Business Class geben. Das ist ein Produkt, was inkludiert in unserem Preis ist. Aber ich würde mal sagen, trotz allem liegt der Herstellungspreis da natürlich ganz tief, ja. Dennoch, wir haben eine Verbesserung, wir haben Information, die muss nur noch ausgereift werden. Wir haben eine höhere Qualität, die Produkte sind besser zurechtgemacht. Das heißt, also hier hat also die neue LSG, so nenne ich sie mal, die Gate Gourmet, die Leutchen haben sich das von mir zu Herzen genommen, haben meine Wünsche, die ich hatte, die ja auch mir zugetragen werden und die ich auch weitergebe. Es ist ja nicht nur alles meine persönliche Geschichte, sondern weil ich ja sehr viel Feedback kriege und da konnte ich aber dennoch viel bewirken und ich freue mich deswegen, dass wir ab sofort ein Tasting Heimat haben, was mir viel Freude macht und wo ich sage, auch der Hon ist im Moment, und das ist eine jetzige Bestandsaufnahme, im Moment aktuell, wie das Video läuft, begeistert von dieser Idee, begeistert von der Qualität und Lufthansa, das ist die richtige Richtung. Sexy beat.